Herrn Richter, ich hatte abgeschlossen, die Würdigung des Beweiswertes der Aussagen der Zeugen Severing und Gesevius. Wenn ich jetzt die Würdigung des Verhaltens Schachts bis etwa 1935 abschließe und nunmehr in die Zeitperiode von 1935 bis 1937 eintrete, darf ich nochmals hervorheben, dass ich absichtlich der Zeitverkürzung halber nicht Argumente wiederhole, welche eingehend im Verhör zur Kenntnis des Gerichts gekommen sind. So zum Beispiel die Nichtbeteiligung Schachts an der Gesetzgebung, die zur Entmachtung der Volksrechte führte, weil diese vor seinem Eintritt in das Kabinett lag. Das entscheidende Ereignis für die Machtbefestigung Hitlers, die Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers auf Hitlers Person, lag ebenfalls außerhalb seiner Mitwirkung und Verantwortung. Mit diesem Gesetz wurde das Heer auf die Person Hitlers vereidigt. Der Reichskanzler hatte nicht nur wie bisher die Polizeimacht, sondern auch die Heeresmacht. Es ist nicht meine Aufgabe zu untersuchen, wen für dieses Gesetz die politische Verantwortung und damit die historische Schuld trifft. Schacht jedenfalls nicht. Auch alle grundlegenden Anti-Juden-Gesetze sind vor der Ministerzeit Schachts entstanden. Von den späteren Nürnberger Gesetzen wurde er völlig überrascht. Die Verordnung über die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 und die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 ergingen nach seinem Ausscheiden als Wirtschaftsminister und damit ohne seine aktive Mitwirkung. Ebenso, dass die Juden übrigens wohl kaum bedrückende Gesetz über ihren Ausschluss vom Reichsarbeitsdienst. Das Gesetz über die Todesstrafe für verheimlichte Devisenbestände, das sogenannte Volksverratsgesetz, richtete sich nicht speziell gegen die Juden, sondern ganz allgemein gegen die Großindustrie und Hochfinanz. Es entstand auch nicht unter Schachts Federführung, sondern derjenigen des Finanzministers. Schacht wollte wegen solcher Gesetze keinen Bruch herbeiführen, weil er glaubte, eine größere Aufgabe lösen zu müssen. Es dürfte auch hierauf nicht ankommen. Denn Schacht hat sich in der Judenfrage durch seine öffentlichen Reden und seine Exposés an Hitler so für die Juden exponiert, dass es ungerecht wäre, ihn dieserhalb politisch und moralisch, geschweige denn strafrechtlich, zu disqualifizieren. Ich erinnere hier nur beispielsweise an die Reichsbankrede nach den antijüdischen Ausschreitungen im November 1938, an die Königsberger Rede, an die Exposés vom Jahre 1935 und so fort. Schacht galt im Dritten Reich als der mutigste und aktivste Schützer der Juden. Ich erinnere nur an den dem Gericht überreichten Brief des Frankfurter Kaufmanns Merton und an die illustrative Bekundung des Zeugen Heiler. Nach dieser hat Himmler, als Heiler ihm wegen der Vorgänge im November 1938 Vorhaltungen machte, diesem erwidert, dass schließlich die Wirtschaftsführung daran schuld sei, dass es so weit gekommen sei. Von einem Herrn Schacht könne man ja nichts anderes verlangen, als dass er
in der Judenfrage immer bremste und sich dem Wollen der Partei entgegenstellte. Justice Jackson hat auf meine Rückfrage diesen spezifischen Vorwurf der Anklage präzisiert. Schacht sei nicht angeklagt wegen Antisemitismus, sondern wegen Handlungen, welche in ursächlichen Zusammenhang ständen mit den Grausamkeiten gegen die Juden im Rahmen des geplanten Angriffskrieges. Hieraus folgt, dass eine Verneinung der Schuld am Angriffskrieg zur zwingenden logischen Folge hat, auch die Verneinung jeder Schuld an Grausamkeiten, welche im Kriege gegenüber den Juden verübt worden sind. Justice Jackson hat einige Phasen der gesetzgeberischen Behandlung der Juden während der Ministerzeit Schachts zum Gegenstand seines Kreuzverhörs gemacht. Ich sehe davon ab, diese Teile des Kreuzverhörs zu würdigen. Die in ihm gestellten und beantworteten Fragen sind nach dem Statut und der vorhin erwähnten authentischen Interpretation dieses Teiles der Anklage durch Justice Jackson unerheblich. Die antisemitische Gesetzgebung des Dritten Reiches und die individuelle Einstellung eines einzelnen Angeklagten zu ihr sind nach dem Statut in diesem Verfahren nur insoweit erheblich, als sie mit anderen Verbrechen, welche durch das Statut unter Strafe gestellt sind, zusammenhängen, also zum Beispiel der Conspiracy auf Krieg, der Ausrottung und so fort. Sie können nach dem Statut kein selbstständiges Delikt sein, auch nicht ein solches gegen die Menschlichkeit. Strafbare Täter sind nur solche Angeklagte, denen die Beteiligung an der Planung eines Angriffskrieges mit den stattgehabten unmenschlichen Folgen gegen die Juden nachgewiesen werden kann. Voraussetzung dieser ihrer Verurteilung ist aber ihr Erkennen und Wollen dieses Zieles und Erfolgs. Eine rein objektive Erfolgshaftung gibt es im Strafrecht nicht. Nach dem Statut ist derjenige strafbar, welcher den Krieg und damit auch die mit diesem Krieg verbundenen Unmenschlichkeiten gewollt hat. Immer aber muss das zu inkriminierende Handeln im Rahmen der Ausführung eines solchen Planes geschehen sein. Schon diese rein rechtliche Betrachtung schließt eine Verurteilung Schachts wegen der Grausamkeiten gegen die Juden aus. Eine Diskrepanz zwischen der Anklage, insbesondere den Ausführungen Justice Jacksons und mir, muss an dieser Stelle ebenfalls klargestellt werden, sonst reden wir aneinander vorbei. Im Verhör hat Justice Jackson wiederholt darauf hingewiesen, dass dem Angeklagten nicht zur Last gelegt wird, Antisemitismus als solcher, nicht zur Last gelegt wird, seine Gegnerschaft gegenüber dem Vertrag von Versailles, nicht zur Last gelegt wird, seine Gedanken und Äußerungen zu dem sogenannten Lebensraumproblem, also dem Ernährungsproblem der mitteleuropäischen Völker, nicht zur Last gelegt werden, seine kolonialen Aspirationen, sondern dass er angeklagt ist nur, soweit dies alles mit seinem Wissen und Willen der Vorbereitung eines Angriffskrieges gedient hat. Mit diesem Einwand wollte Justice Jackson gewisse Fragen und Erörterungen abschneiden. Dies wäre gerechtfertigt gewesen und auch ich könnte solche Erörterungen jetzt unterlassen, wenn hier nicht von der Anklage mit der anderen Hand wieder genommen würde, was mit der einen Hand gegeben wird. Denn mit der anderen Hand
wird im Zuge der Argumentation all dies, nämlich sein angeblicher Antisemitismus und so weiter, als ein indirektes Beweismittel, als ein Indiz dafür verwandt, dass Schach den Angriffskrieg vorbereitet und gewollt hat. All dies wird von der Anklage zwar nicht als selbstständiger Verbrechenstatbestand gewertet, aber als indirektes Beweismittel, als Indiz. Deshalb muss ich in der Beweiswürdigung auch auf diese Probleme eingehen. Die Judenfrage glaube ich erledigt zu haben. Zu dem sogenannten Lebensraumproblem kann ich wohl der Zeitersparnis halber auf das verweisen, was hier Schacht in seinem Verhör zur Rechtfertigung seiner diesbezüglichen Äußerungen und Handlungen gesagt hat. Das Kolonialproblem war Gegenstand des Kreuzverhörs durch Justice Jackson, insofern als er durch seine Fragen und Vorhalte nachzuweisen suchte, dass ohne Weltherrschaft oder zumindest kriegerisch vorbereitete Seeherrschaft eine koloniale Betätigung Deutschlands nicht möglich sei. Hieraus würde sich in Fortsetzung dieses Gedankens zu Lasten des Angeklagten Schacht ergeben, dass sein Streben nach Kolonien durch die Planung eines Angriffskrieges logisch bedingt war. Solches ist ein Fehlschluss. Ich glaube, dass Justice Jackson Kolonialpolitik hier zu imperialistisch auffasst. Wer Kolonien für sein Land wünscht, ohne die Welt oder wenigstens die See zu beherrschen, geht von einer kolonialen Betätigung unter der Voraussetzung eines dauernden Friedenszustandes gegenüber den stärkeren Seemächten aus. Er muss an den Frieden mit diesen Mächten glauben. Deutschland hat von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg auch Kolonien besessen. Seine Handelsschiffstonnage vermittelte den notwendigen Verkehr mit diesen Kolonien. Seine Handelsschiffstonnage vor diesem Kriege hätte ebenfalls genügt, des Fliegens, wie Justice Jackson fragte, hätte es hierzu nicht bedurft. Nichts ist dafür dargetan, dass Schacht mit diesem Wunsch auf Kolonien die kriegerische Beseitigung fremder Seeherrschaft erstrebt hätte. Man kann ihn auch wirklich kaum für so töricht nach seinem Gesamtverhalten hinstellen. Auch Frankreich und Holland besitzen Kolonien, deren Seewege sie bestimmt nicht beherrschen. Dieser Vorhalt der Anklage ist also unschlüssig. Und im Übrigen ist dem Tribunal bekannt, dass in den Jahren vor dem Kriege fast alle Staatsmänner der Siegermächte diesen kolonialen Aspirationen Deutschlands wohlwollend gegenübergestanden haben, wie sich aus zahlreichen öffentlichen Reden derselben ergibt. Ich komme nunmehr zu dem Thema der Aufrüstung, also zu der Tätigkeit Schachts als Reichsbankpräsident und Reichswirtschaftsminister bis 1937, das heißt also bis zu dem Zeitpunkt, wo aus dem loyalen Staatsdiener Adolf Hitlers ein Verschwörer gegen ihn wurde, der sich auf die dunklen Pfade der List und der Verstellung mit Attentatsvorbereitung begab. Die Anklage wertet die Verletzung des Vertrages von Versailles, des Vertrages von Locarno und anderer Verträge als indirektes Beweismittel, also als Indiz für den kriegerischen Angriffsdolus. Dies involviert zunächst die Frage, ob objektive Vertragsverletzungen überhaupt vorgelegen haben und bejahendenfalls, ob diese Vertragsverletzungen subjektiv,
in der Person von Mitgliedern der Reichsregierung, also auch Schachts, als Indizien für einen Angriffskrieg Dolus gewertet werden müssen. Es ist unmöglich, aber auch nicht notwendig, im Rahmen dieses Plädoyers die Problematik zu erschöpfen, ob und inwieweit objektive Vertragsbrüche vorliegen. Auch Herr Kollege Horn hat diese Frage schon gestreift. Nur eine kurze Bemerkung hierzu soll dazu dienen, zumindest die Problematik dieser Frage aufzuzeigen. Diese ist wiederum erheblich für die subjektive Würdigung. Ewige Verträge gibt es überhaupt nicht. Nicht auf dem Gebiete des Privatrechts und noch weniger auf dem Gebiete des Völkerrechts. Die Clausula rebus sic stantibus spielt im Gebiete des Völkerrechts, also im politischen Verkehr der Völker, eine noch viel größere Rolle als im privatrechtlichen Verkehr der Einzelmenschen. Man muss sich überhaupt davor hüten, die in den Niederungen des Privatrechts geltenden Grundsätze ohne weiteres in die Weiten und Höhen des Völkerrechts zu übertragen. Das Völkerrecht hat seine eigene Dynamik. Der hochpolitische Verkehr der Nationen steht unter anderen rechtlichen Aspekten als der geschäftliche und private Verkehr des Einzelmenschen. Der schlagendste Beweis für die Richtigkeit dieser These ist die rechtliche Begründung der Anklageschrift, insbesondere soweit sie sich mit dem Satz nulla poena sine lege penale beschäftigt und statt Sanktionen die individuelle Bestrafung der leitenden Staatsmänner eines angreifenden Staates fordert. Gerade derjenige, welcher die diesbezügliche Auffassung der Anklage bejaht, erkennt damit die Dynamik des Völkerrechts und die Tatsache an, dass das Völkerrecht sich nach seinen eigenen Gesetzen entwickelt. Die Geschichte lehrt, dass völkerrechtliche Verträge ihr Ende meist nicht dadurch erreichen, dass sie formell aufgehoben werden, sondern dass sie an der Entwicklung der Tatsachen sterben. Sie löschen zwangsläufig aus. Man kann im Einzelfall verschiedener Ansicht sein, ob dies der Fall ist. Dies ändert nichts an der grundsätzlichen Richtigkeit dieser Feststellung. Sicherlich verstößt die Militarisierung des Rheinlandes und auch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, das auch von Schacht gebilligte und erstrebte Ausmaß der Wiederaufrüstung, der auch von Schacht grundsätzlich gewünschte freiwillige Anschluss Österreichs an Deutschland, dem Sinn und Wortlaut der genannten Verträge, insbesondere des Versailler Vertrags. Wenn aber derartige Verletzungen nur mit formalen Protesten beantwortet werden und sonst alles bei äußerst freundschaftlichen Beziehungen, ja Ehrungen gegenüber dem verletzenden Staate verbleibt und wenn Verträge abgeschlossen werden, welche grundlegende Bestimmungen eines solchen Vertrages ändern, wie zum Beispiel der Flottenvertrag mit Großbritannien, kann man sehr wohl die Meinung vertreten, dass durch diese Tatsachen ein solcher Vertrag langsam in den Prozess des Obsoletwerdens und des Ausgelöschtwerdens eintritt, dass zumindest eine solche subjektive Anschauung ihre Berechtigung findet. Ich bitte zu bedenken, dass Voraussetzungen für den Abschluss eines Rüstungsvertrages, wie zum Beispiel des Flottenabkommens mit Großbritannien, die militärische Souveränität beider Staaten ist. Die Verneinung der Letzteren in der Person Deutschlands war aber einer der tragenden Gesichtspunkte des Versailler Vertrages. Ich will hier nicht über die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit dieses Vertrages sprechen.
Ich kenne den diesbezüglichen Wunsch oder das diesbezügliche Verbot des Tribunals und beachte es selbstverständlich. Ich muss aber sprechen und darf sprechen über die rechtliche Möglichkeit und damit die kriminelle Harmlosigkeit subjektiver Anschauungen Schachts zur Frage der Vertragsverletzung. Selbst wenn man also den Standpunkt noch vertreten wollte, dass die genannten Verträge nicht obsolet geworden wären, kann man die subjektive Berechtigung einer gegenteiligen Ansicht zumindest in ihrer Ehrlichkeit nicht bezweifeln. Wird diese aber bejaht, so sind diese Vertragsverletzungen keine Indizien für den Dolus eines Angriffskrieges mehr. Allein hierauf kommt es aber an. Denn der Vertragsbruch als solcher wird nach dem Statut noch nicht als strafbare Handlung gewertet. Auch hier kann sich Schacht für seinen guten Glauben auf eine gleiche oder ähnliche Betrachtungsweise führender ausländischer Staatsmänner berufen, bei denen demgemäß der Verdacht eines deutschen Angriffswillens von vornherein logisch zwingend ausgeschlossen ist. Auch hier hier muss ich mich wieder auf einige Beispiele beschränken, da eine erschöpfende Aufzählung den zeitlichen Rahmen dieses Plädoyers überschreiten wird. Der erste der Brüche des Versailler Vertrages wäre die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht gewesen. Der englische Außenminister Sir John Simon beantwortete diese Maßnahme staatsmännisch weitblickend und objektiv, wie in den Zeitungen veröffentlicht und im Rundfunk und damit allgemein bekannt, damit aber gerichtsnotorisch, wie folgt. Es bestehen keine Zweifel, Beginn des Zitats, es bestehen keine Zweifel, dass in Aussicht genommen gewesen sei, dass auf die erzwungene Abrüstung Deutschlands eine vereinbarte Herabsetzung in den Rüstungen anderer großer Staaten erfolgen werde. Ende des Zitates. Diese Bemerkung enthielt, trotz des dann ihr folgenden Tadels des hitlerschen Vorgehens, eine Bestätigung meiner vorhin entwickelten Ansicht. Das Gleiche gilt von der Tatsache, dass der Besuch Sir John Simons und Anthony Edens in Berlin 8 Tage nach diesem Vertragsbruch, nämlich am 24. März 1935, erfolgte. Er wäre nicht erfolgt, hätte man im Ausland diese hitlersche Maßnahme als eine aggressive militärische beurteilt. Auf die Geschichte der Behandlung dieser Frage im Völkerbundsrat darf ich ebenfalls als bekannt nur kurz verweisen. Sollte sich Schacht als Deutscher und deutscher Minister anders beurteilen als die ausländischen Regierungen? Ein zweiter Vertragsbruch Hitlers war die Besetzung des Rheinlandes, ebenso im März 1935. Diese Handlung verletzte nicht nur den Vertrag von Versailles, sondern auch the date of the occupation of the Rhineland was not March 1935, March 1936. Kannst du einen Moment, ich kontrolliere hier. Also, es kommt ja nur auf die Tatsache dieser Handlung an, nämlich der Besetzung des Rheinlandes.
Diese Handlung verletzte nicht nur den Vertrag von Versailles, sondern auch den Locarno-Pakt. Also ein zweifellos freiwillig abgeschlossener Vertrag. 2 Tage später erklärte Mr. Baldwin im Unterhaus in einer öffentlich bekannt gemachten und damit gerichtsnotorischen Rede, man könne zwar die Handlungsweise Deutschlands nicht entschuldigen, es lege aber kein Grund zu der Annahme vor, mit Feindseligkeiten beinhaltet. Sollte der deutsche und der deutsche Minister Schacht eine andere, skeptischere Einstellung hinsichtlich der aggressiven Bedeutung dieses Aktes haben als das Ausland, namentlich wenn er feststellen musste, was ebenfalls der Geschichte angehört und allgemein bekannt ist, dass 10 Tage nach diesem Vertragsbruch die Locarno-Mächte außer Deutschland dem Völkerbundsrat ein Memorandum vorlegten, welches die Beschränkung der deutschen Truppen im Rheinland auf 36.500 Mann vorschlug und nur die Verstärkung der SA und SS im Rheinland vermieten wissen wollte, ebenso die Errichtung von Festungen und Flugplätzen. Muss man dieses Memorandum nicht als eine Ratifizierung eines etwaigen Vertragsbruchs auffassen? Ein 3. Vertragsbruch war die Befestigung von Helgoland, welcher durch die Vertragspartner kaum beachtet wurde und ihnen am 29. Juli 1936 im Unterhaus in einer öffentlichen, der Geschichte angehörenden Rede nur zu der Bemerkung veranlasste, dass es nicht für günstig erachtet werde, die Verhandlungen durch Einzelfragen wie die vorliegende zu erschweren. Sollte der deutsche Minister Schacht eine andere und schärfere Einstellung einnehmen? Und wie steht es mit der terroristischen Anschließung Österreichs im März 1938, wo überdies Schacht gar nicht mehr Reichswirtschaftsminister war? Hätte das Ausland aus dieser Handlung die Gewissheit geschöpft, dass Hitler sich auf einen Angriffskrieg vorbereitet, so hätte es nicht auf Gewaltanwendung verzichtet. Sollte der deutsche Minister Schacht eine andere Auffassung haben und betätigen, er hatte sie damals und war schon eifrig mit Witzleben und anderen am Werke, Adolf Hitler und das Regime durch einen Putsch zu beseitigen. Ein Bestreben, das diesen patriotischen Verschwörern aus der Hand geschlagen wurde, wie hier der Zeuge Gesebius eindeutig bekundet hat, weil Hitler von einem außenpolitischen Erfolg zum anderen schreiten konnte. Ich erinnere nur an die eindeutige Bekundung Gesevius über die Wirkung des Münchner Abkommens auf die Schlagkraft der mit von Schacht geführten Oppositionsgruppe. Ich erinnere an die Bekundungen Gesevius über die Warnungen und die Fingerzeige, welche diesbezüglich über die deutschen Grenzen hinweg an verantwortliche Persönlichkeiten des Auslands gegeben worden war. Ist es billig, von dem deutschen Minister Schacht eine schärfere Einstellung gegenüber dieser politischen Entwicklung im Ganzen zu verlangen, als das in seinen Interessen verletzte Ausland einnahm? Er hatte, wie wir von Gesevius wissen und auch von Focke und allen eingereichten Affidavits, eine solche viel schärfere Einstellung seit 1937 schon, in welchem Jahre er die dunklen Wege des Verschwörers betrat. Ich erinnere an seine erste Fühlungnahme mit dem damaligen General von Kluge. Die soeben erwähnten Beispiele könnte ich häufen. Ich übe keine Kritik an diesem Verhalten des Auslandes. Diese kommt mir nicht zu, ganz abgesehen davon, dass ich volles Verständnis für die sich aus ihm ergebende, verantwortungsbewusste, pazifistische Einstellung habe. Es ist aber meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass man Schacht keine kriegerischen Absichten aus einer Einstellung und einem Verhalten unterstellen darf, wenn man die gleiche Einstellung und das gleiche Verhalten bei dem verletzten Ausland feststellen muss. Wenn das Ausland hoffen konnte,
mit Hitler friedliche Beziehungen weiter zu unterhalten. So muss man das gleiche Recht auch Schach zugestehen, solange er dieses Recht für sich in Anspruch nimmt. Er nimmt es nicht für sich in Anspruch, spätestens von der Fritsch-Krise 1938 ab. Von hier an hat er, und zwar im Gegensatz zum Ausland, die Gefahr klar erkannt. Und dies kann wohl nach den Bekundungen von Gisevius niemand bestreiten. Unter höchstem Risiko für Freiheit und Leben als Einzelner alles getan, um den Frieden durch den Sturz Hitlers zu erhalten. Dass alle diese Putsche vor dem Kriege und nach Ausbruch des Krieges erfolglos blieben, kann ihm nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zur Schuld angerechnet werden. Die Verantwortung für den Misserfolg dieser deutschen Widerstandsbewegung liegt nicht bei dieser, sondern anderswo, innerhalb und außerhalb der deutschen Grenzen. Ich komme später hierauf zurück. Bleibt also die Tatsache der Rüstung als solche. Auch hier kann ich mich im Wesentlichen auf das berufen, was Schach zu seiner Rechtfertigung in seinem Verhör ausgesagt hat. Dies war erschöpfend und eine Wiederholung wäre überflüssig. Es ist deshalb auch völlig überflüssig, in eine akademische Diskussion darüber einzutreten, ob die Schachtsche Ansicht richtig war. Das heißt, ob es richtig ist, dass eine gewisse, für die Zwecke der Verteidigung ausreichende militärische Kraft notwendig ist, insbesondere für Deutschland notwendig war. Ob seine Ansicht richtig ist, dass die Nichterfüllung der Abrüstungspflicht durch die Vertragspartner von Versailles für Deutschland das Recht der Wiederaufrüstung begründete. Es kommt nur darauf an, ob diese Ansichten und Motive Schachts ehrlich waren oder ob er mit dieser Verteidigungsaufrüstung geheime Angriffsziele verfolgte. Gegen die Ehrlichkeit dieser Ansichten und Motive ist hier aber rein gar nichts festgestellt worden. Gewiss kann man streiten, ob der Satz "Si vis pacem, para bellum" unbedingte Gültigkeit hat oder ob nicht objektiv jede stärkere Aufrüstung eine gewisse Kriegsgefahr mit sich bringt, weil gute Armeen mit tüchtigen Offizieren naturnotwendig nach ernster Betätigungsmöglichkeit strebt. Gewiss kann man die These verfechten, dass moralische Macht stärker ist als jede Waffenmacht. Der Zusammenhalt des englischen Empire und die Weltgeltung der Außenpolitik des Vatikans könnten hierfür vielleicht als Beweismittel verwandt werden. Alle diese Fragen tragen eine gewisse Relativität in sich. Jedenfalls steht das eine fest, dass auch heute noch in allen großen Staaten der Welt immer und immer wieder offiziell die Mahnung erfolgt, militärisch stark sein zu müssen, um den Frieden zu erhalten. Völker, deren Individualismus und Freiheitsliebe die allgemeine Wehrpflicht und ein ständiges, starkes Heer ablehnten, tun jetzt das Gegenteil und glauben, damit ehrlich dem Frieden zu dienen. Denken wir zum Beispiel auch an eine Nation, deren Friedensliebe schlechterdings niemand in der Welt, auch der Misstrauischste, wird bezweifeln können, nämlich die Schweiz. Auch diese friedliebende Nation hat immer ihren Ehrgeiz darein gesetzt, ihr Volk wehrhaft zu erhalten, gerade um ihre Freiheit und Unabhängigkeit auf friedliche Weise zu schützen. Man mag diesen Gedanken der Abschreckung fremder Angriffe durch Unterhaltung eines zur Verteidigung ausreichenden Heeres akademisch imperialistisch nennen. Er wird jedenfalls von friedliebenden und freiheitsliebenden Völkern ehrlich vertreten
und damit der Sache des Friedens vielleicht mehr dienen als manche sogenannte antimilitaristische und pazifistische Doktrinen. Diese anständige Auffassung hat mit Militarismus überhaupt nichts zu tun. Wer sie auch heute noch bei den großen und kleinen Völkern als berechtigt anerkennt, darf die Ehrlichkeit ihrer Vertretung durch Schacht in den Jahren 35 bis 38 nicht bestreiten. Mehr habe ich hierzu nicht zu sagen. Ich brauche wohl auch nicht ein ermüdendes Ziffernwerk zu geben und fachtechnische Ausführungen zu machen, dass der Teil der Rüstung, den Schacht erst mit 9 Milliarden und dann widerstrebend mit noch 3 Milliarden finanzierte, in gar keiner Weise für einen Angriffskrieg, ja nicht einmal für eine wirksame Verteidigung der deutschen Grenzen ausreichte. Die Antworten, welche die Zeugen Keitel, Bodenschatz, Milch, General Thomas, Kesselring und so fort in ihren Bekundungen Affidavits hierauf gegeben haben, liegen vor, sind vorgetragen oder zur amtlichen Kenntnis des Gerichts gebracht. Sie sprechen eine eindeutige Sprache dahingehend, dass Deutschland nicht einmal bei Kriegsbeginn, also anderthalb Jahre später, für einen Offensivkrieg gerüstet genug war und dass es deshalb nicht nur ein Verbrechen gegenüber der Menschheit war, sondern auch gegenüber dem eigenen Volk, seiner Führung anvertrauten Volk, wenn Hitler dieses Volk August 1939 in einen Angriffskrieg führte. Ich halte es deshalb auch für überflüssig, längere Ausführungen darüber zu machen, ob die Darstellung Blombergs richtig ist, dass Schacht über den Fortgang der Rüstung informiert wurde, oder die Darstellung Schachts und Fockes, dass dies nicht der Fall war. Ich unterstelle bei Blomberg ohne weiteres die Bona Fides seiner Aussage. Da er aber mit der technischen Seite der Rüstung mehr zu tun hatte als die Reichsbank, spricht die Lebenserfahrung dafür, dass das Gedächtnis Schachts und Fockes zu diesem Punkte zuverlässiger ist als dasjenige Blombergs, für welchen diese Berichterstattung an die Reichsbank eine Nebensächlichkeit seines Ressorts war. Für die Reichsbank war der Wunsch, auch über den technischen Fortgang der Rüstung und nicht nur über deren finanzielle Ausgaben unterrichtet zu werden, eine sehr wichtige Angelegenheit. An solche erinnert man sich zuverlässiger als an unwichtige Nebensachen. Jedenfalls ist festgestellt, dass bis zum Etatjahr 37-38 nur 21 Milliarden für die Rüstung verausgabt wurden, von denen 12 Milliarden die Reichsbank im Kreditwege finanziert hatte, und dass nach der Aussage von Generaloberst Jodl am 5. Juli dieses Jahres am 1. April 38 nur 27 bis 28 Divisionen fertig waren, 39 aber immerhin schon 73 bis 75 Divisionen. Es bedarf keines Sachverständigen, um dieses Ausgaben- und Rüstungsvolumen am 1. April 38 als völlig unzureichend für einen Angriffskrieg zu bezeichnen. Der gleichen Auffassung war ja auch Hitler, wenn er in seiner dem Gericht überreichten 1944 Speer ausgehändigten Denkschrift vom August 36 neben vielen abfälligen Bemerkungen über Schachts Wirtschaftsführung bemerkt, dass vier kostbare Jahre vergangen seien und dass man Zeit genug gehabt habe, in diesen vier Jahren festzustellen, was wir nicht können, und dass er hiermit anordne, dass die deutsche Armee in vier Jahren, also im Laufe des Jahres 40, einsatzfähig sein müsste. Ich darf in die Erinnerung des Gerichts zurückrufen, dass nach dem Ausscheiden Schachts auch als Reichsbankpräsident
in den beiden Etatjahren 38-39 und 39-40 31,5 Milliarden für die Rüstung ausgegeben wurden. Das Geld machen und Geld ausgeben für die Rüstung ging also auch ohne Schacht. Und zwar erheblich kräftiger. Schacht hatte an Blomberg seinerzeit geschrieben, dass er kein Dukatenmenschen sei. Er hat in dieser Richtung einen dauernden Druck auf Blomberg ausgeübt. Ich verweise nur auf seinen dem Gericht überreichten Brief an Blomberg vom 21. Dezember 1935. Er hat bremsend durch aufklärende Vorträge vor Offizieren des Kriegsministeriums und der Wehrmachtsakademie gewirkt. Er hat die von dem Verkehrsminister im indirekten Interesse der Rüstung liegende Eisenbahnanleihe 1936 abgelehnt und stoppte die Reichsbankkredite schon Anfang 37, abschließend mit einem Kompromiss über letztmalige 3 Milliarden. Er lehnte dem Reichsfinanzminister den von ihm begehrten Kredit im Dezember 38 ab. Er schuf für die Rüstungsausgaben eine automatische Bremse durch die finanztechnisch etwas kühnen, aber juristisch haltbaren MEFO-Wechsel. Diese dienten zwar zunächst einer Finanzierung der Rüstungsausgaben, bremsten aber weitere Rüstungsausgaben nach ihrer Fälligkeit ab 1. April 1939, weil das Reich zu ihrer Einlösung verpflichtet war. Schachts Voraussicht bewährte sich. Die erhöhte Beschäftigung brachte eine solche Steigerung der Staatseinnahmen, dass die Einlösung der MEFO-Wechsel bei ihrer Fälligkeit nach 5 Jahren nicht schwer geworden wäre. Die Aussage Keitels hat erwiesen, dass im Etatjahre ab April 38 5 Milliarden Reichsmark mehr für die Rüstung ausgegeben worden sind als im Vorjahr, obwohl mit dem 1. April 38 die Reichsbankkredite völlig aufgehört hatten. Die Hälfte dieser 5 Milliarden hätte genügt, um die im Etatjahr ab April 39 fällig werdenden MEFO-Wechsel einzulösen. Dieses Geld wäre der weiteren Aufrüstung entgangen. Aber das war ja gerade das, was Schacht beabsichtigte. Er hatte die Laufzeit der MEFO-Wechsel von vornherein auf 5 Jahre begrenzt. Er hörte mit der Kredithilfe der Reichsbank am 1. April 38 auf, um die Rüstung zu beschränken. Dass Hitler ein striktes Wechselversprechen einfach brechen und die Wechsel nicht bezahlen würde, das konnte Schacht unmöglich voraussehen. Schon diese Tatsachen ergeben, dass seine Entlassungsgesuche gar keinen anderen Grund haben können, als die Opposition gegen eine weitere Rüstung und die Ablehnung der Verantwortung für diese. In diesem Sinne ist die Behauptung der Anklage, er habe sich der Verantwortung entziehen wollen, durchaus richtig. Nichts ist dafür dargetan, dass andere Beweggründe als diejenigen, welche sich aus diesen soeben erwähnten Tatsachen zwangsläufig ergeben, ihn zu diesem Streben, aus seinen Ämtern herauszukommen, veranlasst haben. Wenn die Anklage behauptet, dass das Motiv seine Gegnerschaft zu Göring war, so ist dies auch richtig, insofern Schacht ein Gegner des Vierjahresplanes und Göring dessen Chef war. Der Beweggrund der Machtrivalität ist eine reine Unterstellung, eine Interpretation der tatsächlichen Vorgänge, welche zu dem Zitat berechtigt, interpretiert nur immer munter, legt ihr nicht aus, so legt ihr unter. Die Denkschrift der Reichsbank vom November 38
welche zu der Entlassung Schachts und der meisten seiner Mitarbeiter, darunter Focke, führte, liegt auch eindeutig im Sinne energischer Rüstungsopposition. Sie musste selbstverständlich eine Begründung enthalten, welche dem Ressortbereich der Reichsbank entnommen war. Ihr Ziel war offenkundig. Daher ja auch die Bemerkung Hitlers, das ist Meuterei. Die Denkschrift endet mit der Forderung der Beherrschung des Kapital- und Anleihemarktes sowie der Steuerhandhabung durch die Reichsbank. Die Erfüllung dieser Forderung hätte Hitler jede Möglichkeit genommen, Geld für weitere Rüstung aufzutreiben. Und deshalb war auch diese Forderung für Hitler unannehmbar. Und das wusste Schacht und seine Kollegen. Und damit suchten sie bewusst mit diesem Schritt den Bruch. Schacht trug nun keine Verantwortung mehr. Schacht konnte sich von nun an ausschließlich den Umsturzplänen der Verschwörergruppe widmen, welcher er angehörte. Er wurde zum Verräter an Hitler. Dadurch, dass er Minister ohne Portefeuille blieb, hoffte er, für die Ziele seiner Verschwörergruppe von den Vorgängen, welche diese wissen musste, mehr zu erfahren, als wenn er ganz ausschied. Auf diesen Punkt komme ich später noch einmal zurück. Die Tatsache der Rüstung als solche beweist also rein gar nichts für die Anklagebehauptung, dass Schacht bewusst an der Vorbereitung eines Angriffskrieges mitgearbeitet hat. Zu einer Rüstung im modernen Sinne gehört aber zwangsläufig die gleichzeitige wirtschaftliche Rüstung. Auf deutscher Seite ist dies das erste Mal schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges erkannt worden, und zwar von zwei sehr bedeutenden jüdischen Deutschen, nämlich dem Gründer der Hamburg-Amerika-Linie Albert Ballin und dem deutschen Großindustriellen Rathenau. Es ist dies der gleiche Rathenau, der während der Konferenz in Genua jene wundervolle Rede auf den Frieden gehalten hatte, umbraust von dem Applaus der Vertreter derjenigen Mächte, die seinem Lande noch 4 Jahre vorher als Feinde gegenüberstanden, der als deutscher Außenminister Anfang der 20er Jahre einem antisemitischen Attentat zum Opfer fiel. Die Persönlichkeit Albert Ballins darf ich wohl als gerichtsbekannt voraussetzen. Beide Männer erkannten bereits zu Beginn des Ersten Weltkrieges den Fehler einer unterlassenen wirtschaftlichen Mobilmachung. Rathenau organisierte dann die sogenannte Kriegsrohstoffabteilung des Kriegsministeriums. Der erste Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft, denn nichts anderes war er damit, war also weltanschaulich ein Pazifist. Und zumindest seit dieser Zeit wird es keinen Mobilmachungsplan irgendeiner Nation geben, der die rein militärische Rüstung nicht von der entsprechenden wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung begleiten lässt. Deshalb bedeutet die Schaffung eines Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft, selbst wenn er aktiv geworden wäre, was er, wie die Beweisaufnahme überzeugend ergab, nicht wurde, sondern eine Attrappe blieb, beweist gar nichts im Sinne eines Beweises für die Absicht, einen Angriffskrieg zu führen. Dieses Amt ist auch für jede Defensivrüstung notwendig. Das Gleiche gilt für die Institution des Reichsverteidigungsrats, des Reichsverteidigungsausschusses und so fort. Sie sind als solche die gleichen harmlosen Selbstverständlichkeiten. Sie bedeuten gar nichts Belastendes. Nur ihr Missbrauch zum Zwecke eines Angriffskrieges würde belasten. Für diesen aber ist der Dolus Schachts und überhaupt sonst nichts festgestellt. Ich unterlasse daher die
Würdigung der Einzelheiten auf diesem Gebiet. Schließlich und endlich sieht die Anklage etwas Belastendes in der sogenannten Geheimhaltung gewisser Mobilmachungsmaßnahmen und Mobilmachungseinrichtungen, also wie zum Beispiel der Geheimhaltung des Zweiten Reichsverteidigungsgesetzes. Auch hier nimmt eine natürliche, weltkundige Betrachtungsweise diesen Feststellungen jeden belastenden Charakter. Sämtliche Nationen pflegen Mobilmachungs- und Rüstungsmaßnahmen unter geheim laufen zu lassen. Bei näherem Nachdenken und näherer Beobachtung erkennt man allerdings diese Gewohnheit als eine höchst überflüssige Routineangelegenheit. Geheim halten lassen sich überhaupt nur Pläne und technische Einzelheiten. Die Tatsache einer Aufrüstung als solche lässt sich niemals geheim halten. Das Gleiche gilt für die Existenz eines größeren Gremiums, welches dieser Aufrüstung dienen soll. Entweder wird dieses bekannt, weil es in Aktion tritt, oder es bleibt wie der ominöse Verteidigungsrat nur deshalb verborgen und geheim, weil er nicht in Aktion tritt. Überhaupt geheim. In einem Memoirenwerk eines zaristischen Offiziers über seine Erlebnisse im russisch-japanischen Krieg fand ich folgendes witzige Aperçu. Zitat: Wenn ich im Generalstab wünschte, dass ein Vorgang bekannt wurde, ließ ich ihn unter Geheim laufen und mein Wunsch wurde erfüllt. Wenn ich den schwer erfüllbaren Wunsch hatte, dass etwas geheim bliebe, ließ ich es unauffällig offen laufen und mein Wunsch wurde bisweilen erfüllt. Man darf nicht im luftleeren Raum argumentieren, sondern muss, wenn man die Wahrheit suchen will, die Erfahrungssätze des harten Bodens der Tatsachen berücksichtigen. Und so war die Tatsache der militärischen Aktivierung Deutschlands nach dem Machtantritt Hitlers und die bald folgende Wiederaufrüstung der Welt niemals geheim. Die Hauptverhandlung hat zahllose Beweise hierfür erbracht. Wir kennen den Bericht des Generalkonsuls Messerschmitt. Wir kennen seine eidliche Aussage vom 30. August 1945, von der Staatsanwaltschaft vorgelegt unter PS 2385, nach welcher das Rüstungsprogramm, er spricht von einem ungeheuren Rüstungsprogramm, sofort nach dem Machtantritt, und die rapide Entwicklung des Luftprogramms für jeden offensichtlich gewesen sein. Man hätte sich auf den Straßen Berlins oder irgendeiner anderen bedeutenden Stadt Deutschlands nicht bewegen können, ohne dass Piloten oder auszubildende Flieger in Erscheinung traten. Und der auf Seite 8 dieser Aussage ausdrücklich erklärt, dass dieses ungeheure deutsche Aufrüstungsprogramm niemals ein Geheimnis war und ganz öffentlich im Frühjahr 1935 bekannt gegeben wurde. Ich erinnere unter vielen anderen Beweismitteln an die Bemerkung des Botschafters Dott, wo er Schacht darauf hingewiesen haben will, dass die deutsche Regierung allein von amerikanischen Flugzeugfabrikanten hochwertige Kriegsflugzeuge für $1 Million gekauft und in Gold bezahlt habe. Wenn in dieser Einzelheit der Botschafter Dott vielleicht auch geirrt hat, so beweist doch dies alles, dass die deutsche Aufrüstung in einem sicher damals im Ausland sogar überschätzten Ausmaß bestenfalls ein öffentliches Geheimnis war. Es bedarf deshalb gar nicht des Hinweises auf die von Milch und Bodenschatz bekundeten gegenseitigen Besuche der Generalstabschefs, des Besuchs des Chefs des britischen Intelligence-Dienstes Courtney, der dauernden Anwesenheit von Militärattachés fast aller Staaten in Berlin, um zu erkennen, dass diese sogenannte geheime Aufrüstung eine öffentliche war, die nur einzelne technische Geheimnisse bewahrte, wie jede Aufrüstung eines jeden Staates.
Ausland hat die Tatsache dieser Wiederaufrüstung gekannt und sie jedenfalls länger für die Erhaltung des Weltfriedens als tragbar erachtet, als dies Schacht getan hat. Es kommt mir nicht zu und liegt mir vollkommen fern, an der Haltung des Auslandes Kritik zu üben. Jede Rolle im Leben hat ihre eigenen Gesetze des Taktes. Auch die Rolle des Angeklagten und seines Verteidigers. Ihre Aufgabe ist die Verteidigung und nicht der Vorwurf und der damit verbundene Angriff. Ich verwahre mich ausdrücklich gegen ein Missverständnis, hier irgendwie als Ankläger, Kritiker oder Besserwisser auftreten zu wollen. Ich trage dies alles nur unter dem Gesichtspunkt vor, dass die von der Anklagebehörde vorgetragenen indirekten Beweismittel, Indizien, nicht schlüssig sind. Weiterhin argumentiert die Anklage mit der Tatsache, dass Schacht Mitglied der Reichsregierung war. Und zwar von seinem Ausscheiden im Januar 1938 als Wirtschaftsminister, zumindest als Minister ohne Portefeuille, bis Januar 1943. Die Anklage macht die Reichsregierung für die kriegerische Überfälle Hitlers verantwortlich, und zwar kriminell verantwortlich. Diese Argumentation hat für jemand, der von dem normalen Begriff einer Reichsregierung ausgeht, eine bestechend überzeugende Kraft. Diese Wirkung entfällt mit der Feststellung, dass die sogenannte Reichsregierung keine solche im üblichen Sinne eines Verfassungsstaates war. Strafrechtliche Feststellungen dürfen sich aber nicht auf eine äußere Erscheinung oder Form, auf eine Fiktion stützen, sondern nur auf tatsächlich festgestellte Verhältnisse. Dies macht es notwendig, soziologisch das Wesen des Hitler-Regimes zu ergründen und zu untersuchen, ob ein Mitglied des Reichskabinetts, also der Reichsregierung, als solches in dieser seiner Eigenschaft die gleiche kriminelle Verantwortlichkeit treffen kann, wie in einem sonstigen, normalen staatlichen Gebilde, sei dies nun eine demokratische Republik oder eine demokratische Monarchie oder eine konstitutionelle Monarchie oder eine absolutistische, aber immerhin eine rechtsstaatliche Monarchie oder sonst ein staatsrechtliches Gebilde, welches den Charakter eines irgendwie rechtsstaatlichen Verfassungsstaates trägt. Wir können also nicht umhin, die tatsächliche soziologische Struktur des Hitler-Regimes zu erforschen. Ausführungen über den Führerbefehl haben wir aus dem Munde des Herrn Professor Jareis hierzu gehört. Auch hier will ich Wiederholungen vermeiden und nur schlaglichtartig Folgendes ausführen. Vorausschicken will ich zunächst, um wiederum der Gefahr eines Missverständnisses vorzubeugen, dass, wenn ich hier von dem Hitler-Regime spreche, ich dies ohne jede Beziehung auf die auf der Anklagebank sitzenden Personen tue. Selbstverständlich mit Ausnahme Schachts. Bei letzterem tue ich es im negativen Sinne, dass er zu dem Regime als solchem nicht gehört hat, obgleich er Mitglied der Reichsregierung und Präsident der Reichsbank war. Ich lasse die Frage vollkommen offen, ob irgendeiner der sonstigen Angeklagten als Mitglied oder Träger dieses Regimes anzusehen ist. Diese Frage untersteht allein dem Urteil des Gerichts und der Würdigung des jeweils zuständigen Verteidigers. Schon zu Beginn meiner Ausführungen deutete ich an, dass es schon für jemanden, der in Deutschland während des Hitler-Regimes gelebt hat, schwierig ist, und eine starke politische Intuition verlangt, den Unterschied zwischen der scheinbaren und äußeren Machtverteilung und den tatsächlichen Machteinflüssen zu erkennen. Dass dies aber die Urteilsfähigkeit außerhalb Deutschlands gelebt habender Menschen übersteigen muss und erst durch die Feststellungen der Beweisaufnahme vor diesem Gericht ermöglicht wird.
Wir haben hier festgestellt, dass das Reichskabinett, welches Hitler einen Defätistenclub nannte, das letzte Mal, und dies auch nur zur Empfangnahme einer Mitteilung Hitlers, Jahre 38 zusammengetreten war, zu einer sachlichen Beratung und Beschlussfassung das letzte Mal 37. Und dass Hitler bewusst alle politisch bedeutsamen Angelegenheiten dem Reichskabinett vorenthielt, wie sich dies aus dem sogenannten Hossbach-Protokoll vom 10. November ganz eindeutig ergibt. In dieser Sitzung wies Hitler die anwesenden Chefs der Wehrmachtsteile und den anwesenden Reichsaußenminister, Schacht war selbstverständlich nicht anwesend und hat von diesem Hossbach-Protokoll erst hier erfahren, darauf hin, dass der Gegenstand der Beratung von solch großer Bedeutung wäre, dass in anderen Staaten hierüber eine Vollsitzung des Kabinetts stattfinden würde. Er jedoch habe sich entschieden, gerade wegen ihrer großen Bedeutung diese Angelegenheit nicht im Zirkel des Reichskabinetts zu diskutieren. Danach aber sind die Mitglieder des Reichskabinetts, zumindest nach 1937, nicht mehr als Bildner und Träger der politischen Willensbildung des Reiches anzusehen. Das Gleiche gilt für den Mitglieder des Reichsverteidigungsrates, der als solcher nichts anderes als eine bürokratische Routineangelegenheit war. Demgemäß hat ja auch Hitler im Frühjahr 1939 den Reichsverteidigungsrat ausdrücklich von den weiteren Kriegsvorbereitungen ausgeschlossen, und zwar mit den Worten: Vorbereitung erfolgt aufgrund der Friedensgesetzgebung. Die Despotie, die Tyrannis, war ab 38 in ihrer reinsten Form erreicht. Es ist eben die spezifische Eigenart des faschistischen wie des nationalsozialistischen Regimes, dass sich die politische Willensbildung auf den Chef der Partei konzentriert, welcher mit Hilfe dieser Partei Staat und Volk sich unterwirft und beherrscht. Dies erkennt auch Justice Jackson an, indem er am 28. Februar 1946 vortrug, dass die Pyramide der Macht bei einer Machtgruppe außerhalb des Staates unter Verfassung lag. Bei diesem Regime von einer verantwortlichen Reichsregierung oder überhaupt von freien Staatsbürgern zu sprechen, welche durch irgendwelche Körperschaften auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen, hieße von grundsätzlich falschen Voraussetzungen ausgehen. Bei solchen Regimen gewinnen immer nur unfassbare Größen auf den Staats- und Parteichef unverantwortliche Einflüsse. Die politische Willensbildung ist nur in ihrer Kristallisation bei dem Staatschef selbst erkennbar, neben ihm und hinter ihm undurchsichtig. Es ist eine weitere Eigentümlichkeit eines solchen Regimes, was wiederum in das Kapitel der inneren Verlogenheit desselben gehört, dass sich hinter der angeblichen Fassade einer unbedingten Einigkeit und Einheit mehrere Machtgruppen bekämpfen. Hitler hat diese Gegensätze nicht nur geduldet, sondern gefördert und einen Teil seiner Macht auf sie gegründet. Wenn hier von einem Angeklagten, von der Einigkeit des deutschen Volkes während des Krieges, im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg gesprochen worden ist, muss ich demgegenüber hervorheben, dass kaum je in seiner Geschichte das deutsche Volk innerlich so gespalten gewesen ist wie während des Dritten Reiches. Die scheinbare Einigkeit war nur die durch Terror erzwungene Ruhe eines Kirchhofs. Dieser inneren Zerrissenheit des deutschen Volkes, nur künstlich verborgen gehalten durch den Terror der Gestapo, entsprachen die Gegensätze innerhalb der einzelnen hohen Funktionäre, welche wir hier festgestellt haben. Um nur einige Beispiele zu nennen, traten uns hier entgegen die Gegensätze zwischen Himmler und Frank, zwischen Himmler und Keitel, zwischen Sauckel und Selde, zwischen Schellenberg und Canaris, zwischen Bormann und Lammers, zwischen SA und SS, zwischen Wehrmacht und SS, zwischen SD und Justiz, zwischen Ribbentrop und Neurath und so fort und so fort. Die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. Sogar weltanschaulich
war die Partei selbst untereinander stark gegensätzlich gegliedert, wie sich zu Beginn der Beweisaufnahme schon aus der Aussage Görings ergab. Diese Gegensätze waren grundsätzliche und wurden von Hitler nicht etwa überbrückt, sondern vertieft. Sie waren die Klaviatur seiner Machtquelle, auf der er spielte. Die Minister waren nicht verantwortlich leitende Personen, wie in jedem anderen rechtlich fundierten Staat. Sie waren nichts anderes als fachlich geschulte Angestellte, welche Weisungen zu gehorchen hatten. Und wenn ein Fachminister wie Schacht sich dem nicht fügte, kam es, wie bei ihm, zum Konflikt und zum Ausscheiden aus seinem Ressort. Die Minister konnten schon deswegen die Verantwortung für ihr Ressort auf die Dauer nicht übernehmen, weil sie für ihr Ressort nicht ausschließlich zuständig waren. Ein Minister im verfassungsrechtlichen Sinn muss vor allen Dingen auch Zugang zum Staatschef und das Recht des Immediatvortrages haben. Er muss in der Lage sein, Einmischungen und Einflüsse von dritter, unverantwortlicher Seite zurückzuweisen. Keines dieser für einen Minister begriffsbildenden Merkmale finden wir bei den sogenannten Ministern Adolf Hitlers. Schacht musste sich vom Vierjahresplan überraschen lassen. Gleich ihm wurde der Justizminister sogar von so hochbedeutsamen Gesetzen wie den Nürnberger Gesetzen überrascht. Der Minister konnte seine Beamten nicht selbstständig ernennen. Die Ernennung jedes Beamten bedurfte der Zustimmung der Parteikanzlei. Einmischungen und Einflüsse aller möglichen Stellen und Personen der verschiedenen Kanzleien, Kanzlei des Führers, Parteikanzlei und so fort, machten sich geltend. Dies waren aber unkontrollierbare, überministerielle Instanzen. Sonderbeauftragte regierten durch die Ressorts hindurch. Minister, ja sogar, wie wir von Lammers gehört haben, der Chef der Reichskanzlei, konnten monatelang auf eine Audienz warten, während die Herren Bormann und Himmler bei Hitler aus- und eingingen. Die Antikamera und Kamarilla, eine notwendige Begleiterscheinung jedes Absolutismus, ist in der persönlichen Verantwortlichkeit der Einzelnen und auch in dem Kreise ihrer Zusammensetzung in der Geschichte immer schwer fassbar gewesen. Die auf Hitler ausgeübten und in ihm wirkenden Einflüsse von unverantwortlicher Seite sind es gleich gar nicht. Der Generaloberst hat uns ja hier bekundet, wie gerade folgenschwerste Affekthandlungen Hitlers auf solche Einflüsse gänzlich unbekannter Dritter, also auf reine Zufälligkeiten wie Teegespräche und Ähnliches, zurückzuführen waren. Hieraus folgt aber für den objektiven Tatbestand das, was ich schon eingangs andeutete. Für eine Planung eines Verbrechens, wie dasjenige eines Angriffskrieges, innerhalb eines fest umrissenen Personenkreises oder gar innerhalb der sogenannten Reichsregierung, besteht schon objektiv aufgrund dieser Zustände keine Möglichkeit. Wo aber keine Planung möglich ist, ist auch keine Verschwörung und keine Conspiracy möglich, deren wesentliches Begriffsmerkmal die gemeinsame Planung, wenn auch in verschiedenen Rollen, ist. Unterstellen Sie die weiteste Auslegungsmöglichkeit auf der äußeren Tatseite der Conspiracy. Ich will Justice Jackson folgen. Wer sich an einer Falschmünzerverschwörung beteiligt, ist der Conspiracy schuldig, auch wenn er nur einen Brief geschrieben oder als Briefbote gedient hat. Wer sich an einer Bankraubverschwörung beteiligt, ist des Mordes schuldig, wenn im Zuge dieser Planung nicht von ihm, sondern von einem dritten Planbeteiligten ein Mord verübt wird. Immer aber muss es sich um eine Gemeinschaft handeln, welche eines gemeinsamen Planens fähig ist. Und solches war bei den Ministern Adolf Hitlers nicht möglich. Es war überhaupt unter Hitler nicht möglich.
an den Verbrechen Hitlers, seinem eigenen Volk und der Menschheit, einen Angriffskrieg aufgezwungen zu haben, konnte deshalb kein Verschwörer teilnehmen, sondern nur Hitler dienende Gehülfen. Die geschilderten Machtzustände des Dritten Reiches lassen also schon in Tesi nur die Annahme einer strafbaren Mittäterschaft oder eines strafbaren Gehilfentums dazu, nicht dagegen ein strafbares Gruppendelikt wie die Verschwörung. Ob eine solche Mittäterschaft oder eine solche strafbare Beihilfe an dem von Hitler verübten Verbrechen eines Angriffskriegs in der Person der einzelnen Anklagten vorliegt, kann nur in jedem einzelnen Fall individuell untersucht und entschieden werden. Dies zu untersuchen ist meine Aufgabe nur in der Person Schachts. Ein kollektives Delikt wie die Verschwörung, die Conspiracy, scheidet aber aufgrund der festgestellten tatsächlichen Verhältnisse als in ihnen undenkbar und unrealisierbar aus. Selbst wenn dies aber nicht der Fall wäre, würde bei Schacht die subjektive Tatseite völlig fehlen. Selbst bei Vorhandensein des objektiven Tatbestandes einer Verschwörung in irgendeinem Kreise der Anklagebank und selbst bei weitester Auslegung des Conspiracy-Begriffes muss der Verschwörer den Verschwörungsplan das Verschwörungsziel in seinen Willen aufnehmen, zumindest in der Gestalt des Dolus Eventualis. Die Strenge des Verschwörungstatbestandes wird am sinnfälligsten in dem Vergleich mit dem Piratenschiff. An sich ist jedes Besatzungsmitglied des Piratenschiffs, selbst in untergeordnetster Stellung, schuldig und outlaw. Wer aber gar nicht wusste, dass er sich auf einem Piratenschiff befand, sondern glaubte, auf einem friedlichen Karfahrteifahrer zu sein, ist der Piraterie nicht schuldig. Er ist im Übrigen auch dann unschuldig, wenn er nach Erkenntnis des Piratencharakters des Schiffes alles getan hat, um sowohl die Durchführung der Piraterie zu verhindern, als auch das Piratenschiff zu verlassen. Beides hat Schacht getan. Was das Letztere anbetrifft, so erkennt auch die wissenschaftliche Lehre über die Conspiracy an, dass derjenige nicht schuldig ist, der vor Verwirklichung des Verschwörungszieles sich durch einen affirmativen Akt von der Verschwörung losgesagt hat. Und zwar selbst dann, wenn er vorher an der Vorbereitung des Verschwörungsplanes mitgearbeitet hat, was Schacht nicht tat. In diesem Zusammenhang werde ich auch die Antwort Justice Jacksons an mich, als ich im Rahmen der Vernehmung Schachts zur Diskussion stellte, ob auch die Judenverfolgung Schacht zur Last gelegt werde. Justice Jackson bejahte dies für den Fall, dass Schacht den Angriffskrieg mit vorbereiten half, bevor er sich von diesem Angriffsplan und seiner Verschwörergruppe lossagte und rückhaltlos zur Oppositionsgruppe, also zur Verschwörung gegen Hitler, überging. Dieser Übergang wäre dann der eben erwähnte affirmative Akt, durch den sich ein zunächst an einer Verschwörung Beteiligter von dieser trennen würde. Es kommt aber auf dieses rechtliche Problem in der Person Schachts gar nicht an, weil die Beweisaufnahme ergeben hat, dass er sich niemals an der Vorbereitung eines Angriffskrieges beteiligen wollte. Wie bereits ausgeführt, ist dieser Vorwurf des subjektiven Tatbestandes der Conspiracy weder durch direkte noch durch indirekte Beweismittel bewiesen worden. Ich kann hier für die Vorgänge bis zum Jahre 38 auf früher Gesagtes verweisen. Spätestens vom Jahre 38 an ist erwiesen, dass von dieser Zeit an Schacht den denkbar schärfsten Kampf gegen jede Kriegsmöglichkeit dergestalt geführt hat,
dass er den Träger dieser Kriegsgefahr, den Träger dieses Angriffswillens und damit das Regime zu stürzen versucht. Eure Lordschaft, ich bin jetzt an einem Abschnitt angelangt. Wenn Eure Lordschaft jetzt die Pause machen würde, wäre es nicht. Wir, John. Let's take town, iconic, take town, town, iconic, take town, town, iconic, take town, town, iconic, take town. Entschuldigung, dass ich nicht pünktlich da war, aber ich wurde nicht hereingelassen. Ich hielt, meine Herren Richter, bei der Würdigung des Beginns der Opposition durch die bewussten Putsche. Darf hier fortfahren. Es ist völlig unerheblich und liegt durchaus neben der Sache, zu untersuchen, ob diese Putschversuche, die sich ja während des Krieges mit kürzeren oder längeren Intervallen fortsetzten, geeignet waren, für Deutschland einen besseren Friedensschluss zu erreichen. Für die strafrechtliche Wertung der Handlungsweise Schachts ist dies völlig bedeutungslos. Zweifelsfrei ist, dass ein vor Kriegsausbruch erfolgreich gelungener Putsch den Kriegsausbruch menschlicher Voraussicht nach verhindert hätte und ein Nachkriegsausbruch erfolgreicher Putsch zumindest die Kriegsdauer verkürzt hätte. Deshalb liefern derartige skeptische Überlegungen über den politischen Wert dieser Putschversuche keinen Beweis gegen die Ernstlichkeit der Putschpläne und Absichten. Aber auf diese kommt es bei der strafrechtlichen Würdigung allein an. Denn sie erweisen zunächst, dass derjenige, der sie ab 1938, und wenn man an den Versuch mit Kluge denkt, schon ab 1937 verfolgte, unmöglich vorher Kriegsabsichten gehabt haben kann. Man versucht nicht, ein Regime, weil es Kriegsgefahr bedeutet, zu stürzen, wenn man selber vorher auf Krieg hingearbeitet hat. Man tut dies nur, wenn man mit allem, was man tat, auch wenn man eine Rüstung finanzierte, dem Frieden dienen wollte. Deshalb haben diese nachgewiesenen, fortgesetzten Putschversuche bei Schacht nicht etwa die rechtliche Bedeutung einer sogenannten tätigen Reue über ein vorher getätigtes strafbares Verhalten, sondern sie sind ex post ein Beweis dafür, dass ihm auch vor 38 ein bewusstes Hinarbeiten auf den Krieg nicht vorgeworfen werden kann, weil letzteres mit dieser Verschwörertätigkeit Schachts gegen Hitler begriffslogisch und psychologisch unvereinbar wäre. Diese Putsche beweisen also die Glaubwürdigkeit Schachts hinsichtlich seiner Darstellung der Gründe und Absichten, welche ihn veranlassten, aktiv in die Hitlerregierung einzutreten und in dem Ausmaß der von ihm gewährten Finanzhilfe, also in Höhe von 12 Milliarden, eine Rüstung zu finanzieren. Sie beweisen ex post den reinen Defensivcharakter dieser Rüstungsfinanzierung. Sie beweisen die Glaubwürdigkeit von Schachts Darstellung, neben dieser Defensivwirkung taktisch eine allgemeine Rüstungsbeschränkung herbeizuführen. Glaubt man aber dieser Darstellung Schachts,
und ich meine, man muss ihr glauben, so kann von einer Mithilfe Schachts den Angriffskrieg herbeizuführen, zumindest nach der subjektiven Seite hin, keine Rede sein. Diese Glaubwürdigkeit wird auch durch einen anderen Umstand erwiesen. Schacht hat der Bekundung von Gisevius und meiner sich auf der gleichen Linie bewegenden Fragestellung, er habe zu Beginn Hitler bewundert und ohne Einschränkung für einen genialen Staatsmann gehalten, widersprochen. Er hat dies bei seiner Vernehmung als einen irrtümlichen Ausgangspunkt bezeichnet. Er habe manche Schwäche Hitlers, insbesondere seine Halbbildung, seine Brutalität, von vornherein erkannt und nur gehofft, in der Lage zu sein, die sich aus ihr ergebenden Nachteile und Gefahren zu meistern. Schacht hat durch diesen Widerspruch rein objektiv seine Verteidigung erschwert. Er ist klug genug, dies erkannt zu haben. Was er aber beweistechnisch zu seiner Entlastung damit bewusst verlor und preisgab, gewinnt er bei objektiver, auf psychologischer Erfahrung beruhender Beweiswürdigung hinsichtlich seiner Glaubwürdigkeit. Denn derjenige verdient erhöhte Glaubwürdigkeit, welcher durch Widerspruch der Wahrheit dient, auch da, wo die ihm suggerierte Unwahrheit oder halbe Wahrheit beweistechnisch und taktisch ihm nützlicher ist. Gegenüber der führenden Teilnahme Schachts an der Tätigkeit der von Gisevius bekundeten verschiedenen Verschwörung dürfte schon aufgrund der glaubhaften Aussage Gisevius ein Zweifel nicht bestehen. Wenn aber Justice Jackson im Kreuzverhör Schacht Fotografien vorgehalten hat und Filme hat zeigen lassen, die eine enge Verbundenheit mit Hitler und seinen Paladinen äußerlich dokumentieren, so kann dies nur geschehen sein, um die Ernstlichkeit seiner aktiven Gegnerschaft zu Hitler in Zweifel zu ziehen. Ich muss deshalb auf dieses Fotografien- und Filmargument doch kurz eingehen. Justice Jackson hat diesen Vorhalt mit dem Weiteren verbunden, dass er Reden zitiert hat, aus denen sich auch noch während der Putschperiode eine große Ergebenheit Schachts gegenüber Adolf Hitler äußerlich ergibt. Dieser Vorhalt liegt auf der gleichen Linie. Ich glaube, dass diese Argumentation weder vor der Lebenserfahrung noch vor der Betrachtung der Geschichte bestehen kann. Die Geschichte lehrt uns, dass gerade Verschwörer, namentlich wenn sie zu dem engeren Würdenträgerkreis des bedrohten Staatsoberhauptes gehören, zu ihrer Tarnung meist eine besondere Devotion zur Schau tragen. Es ist auch noch niemals beobachtet worden, dass solche Leute ihre Absichten in einer widerspruchsvollen Loyalität dem bedrohten Opfer vorher kundtun. Man könnte hierzu ein recht wirkungsvolles deutsches Schauspiel von einem gewissen Neumann, welches sich mit der Ermordung des Zaren Paul durch seinen ersten Minister, den Grafen Pahlen, beschäftigt. Der Zar traut bis zuletzt der dort ostentativ zur Schau getratenen Devotion des Grafen Pahlen, während dieser bereits den Mordstahl wetzt.
Und in den hinterlassenen historischen Dokumenten findet sich eine Anweisung des Grafen Palen an den russischen Botschafter in Berlin, ganz kurz vor dem Attentat, in welcher Graf Palen sich nicht genug tun kann, von Notre Auguste Empereur und so fort zu sprechen. Bezeichnenderweise trägt dieses Schauspiel den Titel Der Patriot. Es gibt eben einen höheren Patriotismus als bloß formale Staatsdienertreue. Es kommt deshalb der psychologischen Wahrheit viel näher, wenn man eine utrierte, zur Schau getragene Devotion und Loyalitätsversicherung während dieser Periode mehr zugunsten der objektiven Glaubwürdigkeit der Schachtschen Darstellung verwenden würde als umgekehrt. Er musste sich als Verschwörer besonders stark tarnen. Zu einem gewissen Grade musste dies fast jeder tun, der unter diesem Regime in Deutschland lebte. Was nun die Fotografien anlangt, so ist es wohl eine zwangsläufige Folge jeder sozialen und damit auch gesellschaftlich repräsentativen Zugehörigkeit zu einem Gremium, dass man wohl oder übel mit Mitgliedern desselben ein Opfer der Kamera wird. Bin ich einmal Mitglied einer Regierung, so kann ich mich nicht entziehen, gelegentlich der Zusammenkünfte mit diesen Leuten, mit ihnen fotografiert zu werden. Es ergeben sich dann solche Bilder wie Schacht zwischen Ley und Streicher und der Film über den Empfang Hitlers am Bahnhof. Ex post betrachtet machen solche Bilder dem Betrachter keine Freude. Sicherlich auch Schacht nicht. Sie beweisen aber gar nichts. Ich halte bei natürlicher Auswertung einer normalen, durchschnittlichen Lebenserfahrung diese Bilder ohne jeden Beweiswert, weder pro noch contra. Auch das Ausland hat in seinen prominenten Vertretern mit der Regierung Adolf Hitlers gesellschaftlichen Verkehr gehabt, und nicht nur durch seine diplomatisches Korps. Ich bitte versichert zu sein, dass die Verteidigung in der Lage wäre, viel groteskere Bilder zu produzieren, welche sich durchaus nicht so natürlich ergeben, wie das gemeinsame Fotografiertwerden Schachts mit Männern, die nun einmal seine Würdenträgerkollegen im Dritten Reiche waren. Solche Bilder zu produzieren, wäre vielleicht von der Verteidigung nicht sehr taktvoll. Wenn es zur ernsten Wahrheitserforschung notwendig ist, müsste aber ein Verteidiger auch das Odium der Taktlosigkeit auf sich nehmen. Ich glaube es in diesem Falle nicht zu müssen, weil mir die Belanglosigkeit und Unerheblichkeit dieser Beweisführung durch Bilder bei repräsentativen Veranstaltungen des Dritten Reiches auf der Hand zu liegen scheint. Der einzige von der Anklage verwertete Belastungspunkt, der für mich zur Erörterung übrig bleibt, scheint mir nunmehr zu sein, dass Schacht bei seinem Ausscheiden als Wirtschaftsminister und auch noch nach seinem Ausscheiden als Reichsbankpräsident im Jahre 39 bis 43 Minister ohne Portefeuille blieb. Schacht hat bekundet, dass dies zur Bedingung seiner Entlassung aus dem Wirtschaftsministerium von Hitler gemacht wurde. Zur Entlassung war Hitlers Unterschrift als Staatsoberhaupt notwendig. Hätte sich Schacht geweigert, als Minister ohne Portefeuille zu bleiben, so wäre er sicher über kurz oder lang als politisch verdächtig verhaftet worden und damit jeder Aktionsmöglichkeit gegen Hitler beraubt gewesen. Der Zeuge Gisevius hat die damaligen Überlegungen zwischen ihm und Schacht hinsichtlich eines Verbleibens Schachts als Minister ohne Portefeuille bekundet. Bei diesen spielte durchaus mit Recht eine Rolle, dass Schacht der Verschwörergruppe zumindest als Spähtrupp, als Patrouille,
nützlicher sein konnte, wenn er in dieser Form, zumindest äußerlich, in der Reichsregierung verblieb. Auch als Minister ohne Portefeuille blieb Schacht in starker Gefahr, wie seine und Gisevius Bekundungen zeigen und wie sich schon aus der Aussage Ohlendorfs ergibt, dass Schacht schon 1937 auf der schwarzen Liste der Staatspolizei stand. Wie Hitler Schacht fürchtete, beweisen ja seine späteren Äußerungen Speer gegenüber, die hier erörtert worden sind. Insbesondere seine Äußerungen über Schacht nach dem Attentat vom 20. Juli. Ich erinnere auch nochmals an die Denkschrift Hitlers von 36, welche er Speer 44 gab und aus welcher sich ergibt, dass er in Schacht einen Saboteur seiner Aufrüstungspläne sah. Es ist durch Lammers bekundet und erwiesen, dass Schacht später versucht hat, auch diese nominelle Stellung loszuwerden. Es ist des Weiteren durch Lammers und Schacht erwiesen, dass diese Stellung als Minister ohne Portefeuille ohne jede substanzielle Bedeutung war. Daher meine Bezeichnung Charaktermajor, das heißt ein Major ohne Bataillon und Kommandobefugnis, ein Scheinmajor. Schacht konnte die Stellung ohne Krach nicht loswerden, genauso wenig wie die Stellung als Reichsbankpräsident. Schacht musste also so manövrieren, dass er hinausgeworfen wurde. Dies gelang ihm, wie ich vortrug, als Reichsbankpräsident durch das bekannte Memorandum des Reichsbankdirektoriums und die in ihm enthaltene Kreditabsage der Reichsbank vom November 38. Und es gelang ihm für seine Stellung als Minister ohne Portefeuille durch seinen defätistischen Brief vom November 42. Inzwischen benutzte er die Zeit für den Staatsstreichversuch im Herbst 38 und für die verschiedenen Putschversuche bis zum 20. Juli 44, welch letzter ihn dann in das Konzentrationslager brachte. Einen kriminellen Vorwurf kann man ihm als Minister ohne Portefeuille schlüssig überhaupt nicht machen. Denn seine nachgewiesene Verschwörertätigkeit gegen Hitler in dieser ganzen Zeit schließt ja die Annahme schlechterdings und logisch zwingend aus, dass er während dieser Zeit die Kriegspläne und die Kriegsführung Hitlers gefördert hat. Raum bleibt allenfalls nur, aber auch dies nur im luftleeren Raum der Abstraktion, für einen politischen Vorwurf gegen Schacht von 1933-37. Aber auch dieser wird wieder völlig kompensiert durch das außerordentlich mutige Verhalten Schachts nach dieser Zeit. Für dessen gerechte Würdigung darf ich an die interessante Bekundung von Gisevius erinnern, dass dieser, der der ursprünglichen Haltung Schachts auch eine gewisse Skepsis entgegenbrachte, nicht im kriminellen, aber im politischen Sinne, dann gänzlich mit Schacht ausgesöhnt wurde, durch den außerordentlichen Mut, den Schacht als Opponent und Verschwörer gegen Hitler ab 38 gezeigt hat. Ich meine deshalb, dass das Verbleiben Schachts als Minister ohne Portefeuille ihn weder direkt noch indirekt belastet, strafrechtlich von vornherein nicht, aber auch moralisch nicht, wenn man sein Gesamtverhalten, seine Beweggründe und die begleitenden Umstände und Verhältnisse berücksichtigt. Wenn nun letztendlich die Anklage, fußend auf dem Wortlaut des vorerwähnten Memorandums des Reichsbankdirektoriums, dahin argumentiert, dass eine Kriegsgegnerschaft sich aus diesem Memorandum nicht ergebe, sondern nur währungstechnische Bedenken, so brauche ich diesbezüglich nur auf meine früheren Ausführungen und die Aussage von Focke zu verweisen. Es bedarf der eigenen Darstellung Schachts gar nicht mehr zur Widerlegung dieser Argumentation. Focke hat hier ganz eindeutig als engster Mitarbeiter Schachts bekundet, dass Schacht von
und von dem Moment an die Rüstung beschränken und sabotieren wollte. Also in ihrem Ausmaß eine Kriegsgefahr erkannte. Und dieser Aussage Fockes schließt sich die eidesstattliche Versicherung Hülses und die eidesstattlichen Versicherungen sämtlicher Mitarbeiter Schachts auch im Reichswirtschaftsministerium an. Ich brauche Sie im Einzelnen nicht zu zitieren. Sie sind im Tribunal bekannt. Das Tribunal braucht zu Ihnen auch keinen Verteidigerkommentar. Sie sprechen für sich selbst. Und wenn nun schließlich mit dem Wortlaut des Memorandums von der Anklage argumentiert wird, der sich ja tatsächlich nur mit finanztechnischen Problemen befasst, so kann ich auch hier die Bemerkung nicht unterlassen, dass eine solche Argumentation sich wiederum insofern im luftleeren Raum bewegt und die Erfahrungen der Geschichte und die allgemeine Lebenserfahrung nicht berücksichtigt. Selbstverständlich, ich sagte es schon, konnte das Reichsbankdirektorium nur mit Argumenten operieren, welche in sein Ressort fielen, insbesondere einem Hitler gegenüber. Man schlägt den Sack und den Esel meint man. Hätte das Reichsbankdirektorium und mit ihm sein Präsident Schacht in diesem Memorandum dessen wahren Zweck offenbart, nämlich der Kriegsgefahr zu steuern und den Aggressionswillen Hitlers zu bekämpfen, so hätte es sich selbst die Wirkung sachlichen Ressorteinflusses genommen. Hitler hat den Zweck dieses Memorandums auch sehr wohl verstanden. Als er nach seiner Lektüre rief, das ist Meuterei. Damit hatte Hitler erkannt, was allein von Schacht als Verschwörer gesagt werden kann. Er war nie ein Meuterer und Verschwörer gegen den Weltfrieden, sondern soweit er ein Verschwörer und Meuterer war, war er dies nur gegen Adolf Hitler und sein Regime. Auch hier muss ich jetzt das Tribunal bitten, sein Augenmerk auf den Annex 2 zu richten, den ich hier einfügen muss, weil auch der ihm behandelte Gegenstand zeitlich nach der Einreichung meines Plädoyers zur Übersetzung lag. Also Annex 2. Ich sagte, dass Hitler, soweit er ein Verschwörer war, nur ein solcher gegen Adolf Hitler war. Als solcher war er Gegenstand ironischer Verkleinerung durch den Generaloberst Jodl und Herrn Kollegen Nelte mit den Epitheten Gehrock und Salonrevolutionär. Nun, die Geschichte lehrt, dass die Qualität des Schneiders beim Revolutionär keine Rolle spielt. Und was die Salons anlangt, so haben die Hütten vor den Palästen kein revolutionäres Primat. Ich erinnere nur an die politischen Salons vor der großen französischen Revolution oder zum Beispiel, ein Beispiel nur von vielen, an das elegante Offizierscasino des feudalen Regiments Preobrashensk unter manchen Zaren. Auch wenn die Herren meinten, Schacht und seine Konsorten hätten selbst schießen sollen, so kann ich nur sagen, ja, wenn es so einfach wäre. Schacht hätte liebend gern geschossen. Er hat es hier spontan ausgerufen. Nein, ohne Macht, die bei den sicher kommenden Wirren nachstoßen und das Attentat zu einem revolutionären Erfolg führen konnte, ging es aber nicht. Und deshalb waren Generale mit Truppen notwendig. Ich will dem Generaloberst Jodl nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und sage deshalb nicht notwendiges Übel.
Der weitere Vorwurf mangelnder Fundierung der Putsche in der Arbeiterschaft wird durch die soziale Zusammensetzung der Putschisten des 20. Juli widerlegt. Für die Entscheidung dieses Tribunals ist dies alles, wie ich schon sagte, unerheblich. Mein Herr Klient hatte aber ein moralisches Recht, dass sein Verteidiger diese im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit erfolgte ironisierende Polemik nicht völlig ignoriert. Zusammenfassend ist also zu sagen, nach den Juliwahlen 1932 stand fest, dass Hitler die Macht ergreifen würde und musste. Vorher hat Schacht namentlich das Ausland vor dieser Entwicklung gewarnt, also nicht zu ihr beigetragen. Nach der Machtergreifung gab es für ihn, wie für jeden Deutschen, nur zwei Wege. Entweder sich zu distanzieren oder aktiv in die Bewegung hineinzugehen. Der Entschluss an diesem Scheideweg war ein rein politischer, ohne jeden kriminellen Aspekt. Genauso, wie wir die Gründe würdigen, welche das Ausland veranlasste, mit Hitler viel intensiver und deutschfreundlicher zusammenzuarbeiten als mit den vorangegangenen demokratischen Regierungen Deutschlands. Genauso müssen wir die Bona Fides aller derjenigen Deutschen anerkennen, welche glaubten, innerhalb der Bewegung, also entweder innerhalb der Partei oder innerhalb des Beamtenapparates, dem Lande der Menschheit wegen größerer Einwirkungsmöglichkeit besser dienen zu können, als grollende Beiseitesteher. Hitler als Minister und Reichsbankpräsident zu dienen, war ein politischer Entschluss, über dessen politische Richtigkeit man namentlich ex post streiten kann, dem aber jeder kriminelle Charakter fehlte. Den Beweggrund seines Entschlusses, nämlich jeden Radikalismus von wirkungsvoller Stelle aus zu bekämpfen, ist Schacht immer treu geblieben. Es zeigte sich in der Welt, der seine oppositionelle Haltung wohl bekannt war, nirgends ein Warnungs- und Unterstützungssignal für ihn. Er sah nur, dass die Welt Adolf Hitler viel länger Vertrauen entgegenbrachte als er selbst und Adolf Hitler Ehrungen und außenpolitische Erfolge gestattete, die Schacht die Arbeit erschwerten, als diese schon lange darauf gerichtet war, Adolf Hitler und sein Regime zu beseitigen. Diesen Kampf gegen Adolf Hitler und sein Regime hat er mit einem Mute und einer Konsequenz geführt, die es als reines Wunder erscheinen lassen müssen, dass ihn das Schicksal des Konzentrationslagers und die Gefahr, seinen Kopf entweder durch den Volksgerichtshof oder einen Bravo der SS zu verlieren, erst nach dem 20. Juli 1944 erreichte. Er ist klug und selbstkritisch genug, um nicht zu wissen, dass rein politisch betrachtet sein Charakterbild in der Geschichte zumindest in der nächsten Zukunft von der Parteien Gunst und Hass verwirrt schwanken wird. Er stellt sich in Demut dem Urteil der Geschichte auch dann, wenn der eine oder andere Historiker seine politische Linie als unrichtig bezeichnen wird.
mit dem Stolz eines guten Gewissens aber, stellt er sich dem Urteil dieses hohen Gerichts. Mit reinen Händen tritt er vor seine Richter. Er stellt sich diesem Tribunal auch mit Vertrauen, wie er schon in einem Brief bekundet hat, den er vor Beginn der Verhandlungen dieses Gericht sandte, in welchen er zum Ausdruck bringt, dass er es dankbar begrüße, vor diesem Gericht und vor aller Weltöffentlichkeit sein Tun und Handeln und dessen Beweggründe offenzulegen. Er stellt sich diesem Gericht mit Vertrauen, weil er weiß, dass der Parteien Gunst und Hass bei diesem Gericht keine Rolle spielen wird. In aller Selbsterkenntnis der Relativität alles politischen Handelns in so schwierigen Zeiten ist er doch, was die gegen ihn erhobenen kriminellen Vorwürfe anlangt, selbstbewusst und voller Zuversicht. Und dies mit Recht. Denn wer auch immer als schuldig erkannt werden wird, kriminell verantwortlich für diesen Krieg und die in ihm verübten Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten zu sein. Schacht kann nach dem hier mit minutiöser Genauigkeit festgestellten Tatbestand jedem Schuldigen die Worte entgegenrufen, welche Wilhelm Tell dem Kaisermörder Parricida entgegenwirft. Zum Himmel heb ich meine reinen Hände, verfluche dich und deine Tat. Ich beantrage deshalb, dahin zu erkennen, dass Schacht der gegen ihn erhobenen Anklage nicht schuldig und frei zu sprechen ist.